Achtung, das hier wird keine normale Supremacy 1914 Staffel sein. Für zart beseitete und empfindliche Menschen ist das hier nicht zu empfehlen. Ihr werdet hier Dinge sehen, die ich in dieser Form noch nie gemacht habe. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Ass-Kicker. Herzlich willkommen zu der allerletzten Folge dieser 500er Karte, Leute. Wir haben gewonnen. Endlich einmal. Die 50. Folge, Leute. Tag 96. Wobei, das stimmt nicht ganz. Die Runde ist schon vor einigen Tagen und Wochen zu Ende gegangen. Ich habe eigentlich gewartet die ganze Zeit, dass ich vernünftiges Internet habe. Habe ich leider immer noch nicht. Aber sollte demnächst soweit sein. Und ich habe gedacht, ich nehme mal die Folge schnell auf, bevor mir die Karte im Archiv verschwindet. Also, herzlichen Glückwunsch, Koalition hat den Krieg gewonnen, bla bla bla, Provinzen eingenommen, habe ich persönlich 1071, 1826 Einheiten haben wir vernichtet, davon 515 schwere Panzer, wow. Okay, fertiggestellte Gebäude 3192, 4428 Einheiten produziert und am meisten davon 796 Artis, genau, Level 19 sind wir nach wie vor und so weiter und so fort. Und hier stehen noch die Elite-Einheiten noch nicht da. Das wird in Zukunft wahrscheinlich irgendwie dazukommen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir die Karte gewonnen, Leute. Was ist denn passiert zum Schluss? Einiges. Wir hatten, also ich bin hier in Chile gelandet und habe hier ordentlich aufgeräumt. Habe ihm nur aber noch ein paar Provinzen übrig gelassen, damit der Spieler überleben kann. Wollte ihn jetzt nicht komplett fertig machen. Hat am Ende nur noch 5 Provinzen gehabt. Schlecht moralisiert natürlich, weil ich ihm seine Hauptstadt weggeklaut habe. Und ja, hier hat er noch 86% Moral. Und ich habe auch gedacht, das werde ich auch nicht einnehmen. Ich war hier schon auf dem Vormarsch Richtung Central Amazonas und so weiter. Und genau, also die Situation war so: Skipbacks ist aus der Runde nochmal ausgetreten, um was Schönes zu basteln hier. Wie ihr seht, ist hier ein Schriftzug: ein S, A, Z, Z. Ja, Ass-Kicker sollte das eigentlich mal heißen, aber das haben wir nicht mehr hingekriegt. Und eigentlich sollte auch Skipback so sein Dings übrig lassen oder seine Initialien da lassen. Genauso wie der Lauser und ursprünglich auch noch der Galorix, aber soweit ist es ja nicht gekommen. Und ja, immerhin habe ich mein Ass-Tag auf der Karte übrig gelassen. Für alle Ewigkeiten, beziehungsweise bis die Karte im Archiv verschwindet. Ja, genau. Also im Endeffekt hat mir der Skipbacks ein paar Provinzen abgegeben und hat mir das gemacht. Und wir haben auch schon überlegt, ob wir das hier irgendwo machen, in Afrika oder sowas. Aber da hat sich am besten angeboten. Es gab auch noch ein paar andere Stellen, wo das möglich wäre. Aber naja, im Endeffekt ist es wurscht. War nur eine kleine Spielerei am Ende. Und genau, wir haben am Ende, wie viele Punkte haben wir denn gehabt? 1617 Punkte haben wir gehabt. 7 von 7 Mitglieder. Was ist denn passiert? Ihr seht hier, Rockhampton ist bei uns dabei. Wieso eigentlich? Naja, gut, Northampton hat mit mir lange geschrieben und mit den anderen auch. Und der hat uns die Sache dargelegt, dass in Australien er niemand verraten hätte, dass seine Kollegen da oder seine Nachbarn und Freunde und Allianzmitglieder und was weiß ich was, dass die teilweise inaktiv geworden wären und teilweise hätten sie die Karte verlassen, weil sie gegen ihn keine Chance gesehen haben. Und ja, und er hat natürlich dann die Provinzen eingesagt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist wurscht. Er hat auf jeden Fall die letzten Tage und Wochen sehr, sehr stark gekämpft gegen uns.
hat mir meine Truppen ordentlich zerrotzt. Von Skipax hat er sie zerrotzt, von Bombay und Gujarat auch. Es ist ja klar, ich meine, der Defensive kann man sich natürlich besser verteidigen. Hier Australien zu beschützen ist einfacher als es anzugreifen. Das ist immer so. Wir hätten auch andere Sachen machen können. Wir hätten ja auch mehrere Wege. Das wäre mein zukünftiger Plan gewesen, ihn auf 3, 4 Stellen gleichzeitig anzugreifen mit starken Flotten und so weiter. Ich meine, flottentechnisch hatte ich ja noch einiges im Petto hier. Hier zum Beispiel 30 U-Boote noch. 19 Schlachtschiffe. Hier in Südamerika hatte ich ja auch noch einiges an 38 Schlachtschiffe, 125 U-Boote und so weiter. Und ich hätte ihn auch von der Seite aus noch bedrängen können, hier über Neuseeland oder ja. Aber im Endeffekt, ich habe hier meine eine große Flotte verloren. Ich habe ja hier auch schon wieder einiges gesammelt, wie ihr seht. Was war denn hier so alles unterwegs in der Gegend? Da waren immerhin schon 129 Schlachtschiffe von mir und 9 Kreuzer und 44 U-Boote und jede Menge Bomber und Jäger und so weiter und so fort und auch knapp 8 Millionen Mann. Da hätte ich noch locker was hinterher schicken können. Ich hatte ja hier auch schon wieder neue Truppen gesammelt und neue Schiffe waren auch schon wieder fertig. Und so weiter und so fort. Es war nie so, dass ich jetzt groß mit der Produktion nachgelassen habe. Zwischendurch habe ich mal ein bisschen weniger gebaut. Ja, die Einnahmen oder die Sachen hier oben trügen jetzt ein bisschen. So viel hatte ich am Ende der Runde nicht. Das hat sich jetzt über Tage, das wird ja kontinuierlich weitergezählt. Deswegen steht es so da. Aber produziert wird halt eben nichts mehr, sonst wäre es immer abgezogen worden. Deswegen stehen hier auch schon ein paar Schlachtschiffe bereit. Ich hatte letzte Tage auch kein Internet und hatte hier wieder eine große Flotte gegen Rokenten verloren, weil ich da nur spärlich reinschauen konnte, nur mobil. Und ihr kennt das ja, 500er Karten in der mobilen Version, ja, ist nicht gerade optimal, sagen wir es mal so, da kann man nicht optimal spielen. In der Arbeit konnte ich auch kaum reinschauen natürlich und zu Hause hatte ich eben kein Internet, mehrere Wochen lang. Jetzt sollte es tatsächlich demnächst mal soweit sein, wenn ihr die Folge seht, hoffe ich, weil sonst drehe ich durch, wenn es bis dahin immer noch nicht geht. Es ist halt ein bisschen ungewohnt. Naja, wie gesagt, ich habe mich hier so langsam vorgetastet, vorgekämpft, hier mit den Kollegen. Wir hatten mehrere Angriffe versucht, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Ich war hier tatsächlich an der Hauptfront und habe versucht, hier den Kollegen aus Rokenten gut aufzuhalten. Der hat aber sehr gut reagiert, während ich nicht reinschauen konnte, hat er mir meine Flotte fast komplett zerballert. Ich habe noch einiges retten können, aber der größte Teil war hin. Ja, also ihr seht hier, da waren auch einige, also ich habe viele Millionen Mann verloren und so weiter. Aber es war mir wurscht. Ich habe gerade die Kollegen können wir denn das nicht hier landen. Leider hat er die aber auch abgefangen, beide. Also Gujarat und Bombay haben auch ihr Bestes gegeben, aber Rokenton hat gekämpft wie ein Löwe und im Endeffekt all die Wochen hat er wirklich sehr, sehr stark gekämpft, sehr gut gekämpft. Ob er jetzt hier die Australier betrogen hat oder nicht, also er meint, nee, er hätte sie nicht betrogen und ich habe keine Ahnung, ich kann es auch nicht sagen, ich habe da weder die Kommunikation von denen irgendwie mitgekriegt, noch irgendwas mitgekriegt, was da los ist. Ich habe jetzt im Endeffekt nur das Resultat halt immer gesehen mit meinen Kollegen halt, dass der halt immer größer geworden ist, immer mehr seiner ehemaligen Mitstreiter aufgefressen hat und das hat uns halt eben gestunken. Außerdem wollten wir einen guten Battle zum Schluss haben und das hatten wir jetzt ein paar Wochen gehabt, ein paar Wochen länger als geplant. Ein paar Monate länger als geplant sogar, meiner Meinung nach. Aber okay, im Endeffekt hat es gereicht und ich habe gedacht, okay, weil er wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, hat das wohl mehr als verdient, ihn aufzunehmen. Ich wollte eigentlich gern so Sweet French Indochina oder so oder Central Amazonas oder eine von den Amis, die hier auch gut gefightet haben, aufnehmen. Wie ihr seht, ist hier Gujarat und Bombay sind hier in Nordamerika gelandet, waren hier ordentlich am Aufräumen. Die hätten hier Nordamerika wahrscheinlich in einigen Tagen oder ein, zwei Wochen später wahrscheinlich komplett eingenommen. Skipax ist ja auch schon gelandet in Florida. Wie ihr seht, ist auch schon in Action. Hier ganz Kuba, die ganze Karibik hat er auch schon kontrolliert. Und ja, und eigentlich war jetzt Lausas Move, dass der halt auch mal nach Amerika kommt. Aber irgendwie kam der nicht in die Pushen. Generell war das ein bisschen, er hat hier immerhin ein paar Sachen schon mal vorbereitet gehabt, wie ich sehe, immerhin ein paar Flotten und so weiter, weil er hat die ganze Zeit vernachlässigt, überhaupt Schiffe zu bauen. Ja, generell war ich mit der Performance, mit der Leistung nicht zufrieden in dieser Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Lause hätte wesentlich mehr aktiver sein können und müssen. Skipax war am Ende der letzten Wochen auch semi-aktiv. Galodex muss man gar nicht drüber sprechen, das habt ihr vielleicht mitgekriegt in der ganzen Staffel.
Der ist am Anfang hat er losgelegt ordentlich und dann hat er ja war einige Tage nicht da, dann war er wieder da, dann war er wieder mehrere Wochen nicht da und dann haben wir uns irgendwann entschieden, das geht gar nicht. Und vor allem hat er sich unentschuldigt auch, er hat sich nicht mal abgemeldet, sagen wir es mal so. Und das finde ich ehrlich gesagt unter Freunden, Kollegen, wie auch immer, finde ich das unmöglich. Da kann man wenigstens eine kurze Mail schreiben, hey Jungs, ich habe die nächsten Wochen keine Zeit, was auch immer. Lass mir eine Provinz übrig, dann komme ich wieder oder irgendwas in der Richtung. Ja, einmal einloggen, irgendeine Rückmeldung, aber gar nichts ist, finde ich ehrlich gesagt, mehr als schwach und ich fand es wirklich sehr, sehr dürftig. Ich war tatsächlich auch nicht so aktiv. Am Ende, so die letzten Wochen, war ich mal, ja, ich habe zwar jeden Tag reingeschaut, aber aktiv konnte man das teilweise nicht bezeichnen. Ich hatte ja kein Internet, wie gesagt. Dann war vorher auch zwischendurch auch privat einiges los und so weiter. Und deswegen habe ich auch überhaupt so viele Einheiten verloren. Ich kann ja mal kurz schauen, wie viele ich am Ende gehabt habe. Ich habe immerhin noch eine positive Kill Death Rate mitgenommen, 1,16. Habe 28 Millionen Einheiten verloren, ja. Habe da am Ende 30.846 Einheiten mit 889 Provinzen. Apropos Provinzen, da können wir zum Schluss auch nochmal reinschauen. Provinzentechnisch war. Oh, ich war sogar vor Skipbacks am Ende. Oh, das habe ich gar nicht gewusst, okay. Und punktetechnisch war ich hinter ihm natürlich, weil ich habe ja ein paar Gebiete von ihm eingenommen, um dieses erst zu vervollständigen. Und das hat mich auf Platz 1 der Provinzenrangliste gebracht. Tut mir leid, Skippy, das war nicht der Grund, wieso ich das erst hinmachen wollte. Ich wollte eigentlich tatsächlich ein bisschen Action machen. Also Lausa war am Ende Platz 3, hat 711 Provinzen immerhin gehabt. Er hätte wesentlich mehr haben können, wäre aktiver gewesen, hätte er hier schon viel früher ganz Asien haben können oder ganz Nordasien. Hätte auch viel früher nach Amerika gehen können. Der hatte auch zwischendurch mal Ferien und hat eigentlich nur gechillt. Und ja, er hat sich darauf verlassen, dass der Rest die Arbeit macht, was ich halt auch nicht so optimal finde. Also ich bin einer, ich verlasse mich nicht auf die anderen. Ich versuche mein Ding zu machen und meinen Teil beizutragen. Ja, ich versuche jetzt nicht jede Provinz zu kriegen, das ist mir völlig wurscht. Aber halbwegs aktiv zu sein und den Kollegen vor allem helfen und ja, das war leider nicht immer der Fall. Beim Mr. Lauser, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber ich weiß, wie du spielst und ich weiß, dass du wesentlich besser spielen kannst, wenn du aktiver wärst. Ja, Gujarat hat am Ende aber auch 704 Provinzen immerhin gehabt. Bombay 436. Krokenten 262. Oh, Südkalifornien hat sogar noch 365 gehabt, wie ich gerade sehe. Ost-Texas 219. Unser Kollege aus Griechenland, der war auch nicht aktiv, mehrere Wochen. Zwischendurch hat er auch mal geschrieben, es tut ihm leid, dass er wegen seiner Arbeit oder sowas auch verhindert ist. Aber er hat sich wenigstens gemeldet und hat sich wenigstens entschuldigt. Ne? Also das fand ich schon mal sympathisch. Ja, unser ehemaliger Vasall, ne? Immerhin, 214 Provinzen gehabt. Oregon war noch dabei mit 166, Central Amazonas 104 und dann Central Columbia 99. Und alles andere war nur noch das hier übrig. Eine KI sogar noch übrig gelassen. Hier, die Balearen haben sogar überlebt. Ja, auf nach Mallorca, Leute. Ja, also, ich hatte schon eine Menge Spaß in dieser Runde, muss ich sagen. Diese Inaktivität ging mir auf die Nerven. Das habt ihr wahrscheinlich gemerkt in den Folgen. Gucken wir mal hier rein. Statistik, technisch, was? Ich war sogar die größte Armee der Welt. Hä? Ich habe doch so viel verloren. Aber ich habe auch sehr viel gebaut, muss ich dazu sagen. Ne? Baden-Württemberg, also Skipbacks auf Platz 2. Dann kommt Lausa. Dann Gujarat, dann kommt schon Rockhampton. Ja, Gujarat und Bombay haben auch sehr viel verloren gegen Rockhampton, muss man sagen. Dann kommt auf Platz 7 schon Griechenland. Und dann kommen erst unsere ganzen Gegner. Alles klar. Nicht schlecht. Hier gibt es die Gewinne. 7500 Goldmark. Dann hier North von Cape und so weiter. 3200, alles klar. Und Südwench Indochina hat sogar 5600 Goldmark gekriegt. Ja, das freut mich für ihn. Das ist ein sehr netter Spieler gewesen. Hier, Lokare, der hat es auch verdient. Die hier waren auf Platz 2, wie gesagt. Hier die ganzen Kollegen. Und wir waren auf Platz 1. Ja, da würde ich mal sagen, schau mal ganz kurz so die Zeitung so ein bisschen an. Tag 96, da sollte eigentlich nichts passieren. Schau mal, ob der hier überhaupt umschaltet. Denn ich bin aktuell nur im mobilen WLAN. Schauen wir mal, ob der das überhaupt macht hier. Ich glaube nicht. Irgendwie scheint er nicht zu reagieren. Die ganzen anderen Statistiken wollte ich eigentlich auch noch zeigen von den letzten Tagen, aber irgendwie scheint die Zeitung nicht zu reagieren. Tut mir leid, Leute. Das geht leider nicht. Was ist hier im Bus? Die meist effizienteste Industrienation. Ja, okay. Ich hatte am Anfang natürlich ein paar Provinzen hier, vor allem in Südamerika gekriegt. Und ich war die meistgehastete Nation der Welt. Gut. Also die Zeitung scheint nicht zu gehen, aber
einige von euch oder die meisten von euch haben wahrscheinlich die Staffel gesehen. Und deswegen solltet ihr wissen, wir haben am Anfang super losgelegt, wurden dann immer größer hier, das kann ich auch so zeigen. Dann haben wir uns immer mehr ausgebreitet. Dann gab es irgendwann einen Krieg hier zwischen Lausa und Galurix gegen die Skandinavier. Galurix wurde dann irgendwann immer inaktiver, wurde aus Amerika immer weiter zurückgedrängt, währenddessen ist Kippex irgendwann in Afrika gelandet und ich hier auch. Und dann gab es auch den großen Krieg zwischen Bombay und Gujarat und Togai und so weiter, was hier so los war. Da hat Skipex ein bisschen mitgeholfen. Der ehemalige Kuban-Spieler hier hat ein bisschen mitgeholfen, aber der hat eher gestört und verhindert als geholfen, muss man dazu sagen. Dann war Don Hoss hier, war irgendwann auch weg und ja, wir haben uns gefightet und die beiden Spieler waren hier sehr unzufrieden, weil sie von der Koalition null Support gekriegt haben in ihren Augen. Und da ich mich mit denen ja wirklich ganz gut verstanden habe, habe ich irgendwann entschieden oder mit meinen Kollegen beraten, ob es sinnvoll ist, zwei Spieler noch aufzunehmen bei uns, weil ja, bei Galurix war ja Inaktivität Programm, ne? Und wir wollten auf jeden Fall die Karte mit 7 Spieler bänden, dass ein paar Spieler auch mit gewinnen können und mit dem Goldmark noch abstauben können und auch ihre Statistiken und so weiter und Abzeichen kriegen können. Und ja, wir haben uns entschieden für diese zwei. Rock Hampton wollten wir nicht aufnehmen, weil wir gedacht haben, ja, der hat seine Leute da verraten und so weiter. Und außerdem haben wir einen großen Endgegner gebraucht und wir haben dann irgendwie mit viel Kämpferei und so weiter haben wir uns hier durchgekämpft, haben seine Kollegen hier, Süd-French Inokina, Nord-French Inokina und so weiter, immer weiter zurückgedrängt und haben uns dann immer weiter teilweise mit riesen Verlusten, aber trotzdem haben wir uns ganz gut behauptet, würde ich sagen. Auch Skipex hat da einiges verloren, weil er auch nicht immer aktiv sein konnte, das ist ja auch klar, man kann auch nicht, der Rock Hampton war halt irgendwie gefühlt 24/7 aktiv, ja, also genau diese zwei auch, wo ich gegen die beiden gekämpft habe, das war echt Hammer, wie schnell die reagiert haben. Aber dann, nachdem hier Asien erobert worden ist, hat bei den beiden auch die Inaktivität, ja, würde ich gar nicht sagen, aber die Aktivität hat ein bisschen nachgelassen. Die haben auch mehr verloren als gewonnen teilweise in den Schlachten, aber sie haben trotzdem ihren Job sehr gut gemacht und sind schlussendlich im zweiten Versuch in Nordamerika gelandet. Der erste Versuch ist da auch schief gegangen. Und währenddessen habe ich mich hier so in Afrika ein bisschen breit gemacht und wir haben Afrika geteilt in ein griechisches Gebiet, ein Gebiet von Baden-Württemberg, also Skipex und mein Gebiet. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel hier haben, ich wollte eigentlich dieses ganze Gebiet mehr in Griechenland und an Skipex übrig lassen, aber da ein bisschen da nicht so viel vorwärts ging und Rockhampton hier in Madagaskar teilweise gelandet ist und so weiter, habe ich dann eben schnell die Initiative ergriffen und habe gedacht, bevor jetzt die Südamis hier landen oder sonst irgendwas, mache ich das mal. So, Skipex ist dann hier irgendwann gelandet hier in Südamerika, hat hier auch einiges verloren natürlich, aber hat hier trotzdem einen mega Job gemacht und sehr schnell vorgedrungen, hat hier sehr viel Gebiet erobert und kann man dann schauen, er hat eine Kill-Death Rate von 2,62, also mehr als doppelt so gut wie meine Kill-Death Rate, er hat bei weitem nicht so viel verloren. Ja, er hat hier halt eben zweimal eine ordentliche Truppe verloren, einmal hier in der Gegend, nee, es war hier, glaube ich, genau. Und einmal hier, wo Rockhampton in seine Armeen runtergeschossen hat, weil das Skipex dann nicht online sein konnte. Mir ging das leider ein paar Mal so, also mehrmals, weil Rockhampton, wie gesagt, die ganze Zeit aktiver. Das Problem ist, bei so einer riesen Karte, wenn du so viele Provinzen hast und es ist schon klar, dass du gewinnst, dann dann wird die Inaktivität natürlich größer, ist ja ganz klar. Du hast auch nicht Lust, jeden Tag reinzuschauen, dann hier deine 400, 500, 600 bis 800 Provinzen oder was hier alle zu verwalten und so weiter und so fort. Ja, das ist schon viel Arbeit dann und man kann natürlich einiges automatisieren, dass die Einheiten sich automatisch bewegen, das mache ich ja eigentlich immer. Ihr seht ja hier, doch hier auch, ja. Da laufen die Truppen ja automatisch zu irgendwelchen Punkten, weil ich da irgendwann zu faul bin und die manuell immer irgendwo hinzuschicken, das dauert wirklich zu lange. Und deswegen mache ich das eigentlich bei größeren Karten oder auch bei kleineren meistens immer so, dass die automatisch mit einem, dass zu bestimmten Punkten laufen mit dem Frontpionier, wollte ich sagen. Nee, mit dem Premium-Account ist es ohne weiteres möglich. Genau, ich hätte hier noch eine weitere Truppe aufgebaut und die hätte ich jetzt hier Richtung Rockhampton geschickt. Hier hätte ich das genauso gemacht, die ganzen Truppen hierüber. Das Südamis wollte ich nur ein bisschen schwächen, damit wir mehr Provinzen kriegen und mehr Punkte. Dass ich jetzt am Ende wegen den abgegebenen Provinzen von Skipbacks auf Platz 1 gelandet bin, provinzentechnisch,
Tut mir leid, Skippy, das war nicht beabsichtigt. Ich habe gedacht, du wärst trotzdem noch auf Platz 1. Aber okay, hat immerhin geklappt. Und ja, also war wirklich eine sehr spaßige Runde, teilweise richtig geil. Wir hatten auch sehr, sehr viel Action, wirklich bis zum Schluss, muss ich sagen. Für mich teilweise ein bisschen zu viel Action, weil ich, wie gesagt, wegen Internet und so weiter nicht reinschauen konnte. Die zwei Kollegen haben wirklich sehr gut gefightet. Lauser hat, wenn er in Action war, hat er wirklich super gespielt. Aber er hätte ein bisschen mehr aktiv sein können. Ich bin mir sicher, der hätte hier locker die 1000 Provinzen schaffen können. Wahrscheinlich noch viel mehr. Also eigentlich hätte, wenn er ja schneller gewesen wäre, hätte er hier dieses ganze Gebiet noch für sich einnehmen können. Und vor allem Nordamerika. Nachdem Galurix weg war, hätte er die ganzen Gebiete von Galurix haben können. Und ich bin mir sicher, der hätte 400, 500 Provinzen mehr gehabt. Aber vielleicht hat er auch nicht so viel Zeit gehabt. Er hat ja auch, glaube Prüfungen und so weiter gehabt. Und ja. Und Skipex war halt auch natürlich auch privat beschäftigt. Das ist halt so, wenn so eine Karte so lange sich hinzieht. Eben, ja, hätten wir, wie gesagt, wären wir alle super aktiv gewesen. Bin mir sicher, dass wir die Karte in nach 6-7 Wochen wahrscheinlich spätestens hätten beenden können. So hat sich das um das Doppelte gezogen eben. Also wir haben ungefähr 3 Monate gespielt, glaube ich. Wobei nicht ganz, aber ungefähr. Und ja, und deswegen ist hier nicht mehr so viel passiert. Oder ist das hier der Tag, bis wir gespielt haben? Bin mir gar nicht sicher. Vielleicht waren es dann 96 Tage tatsächlich. Damals sogar über 3 Monate. Aber wir hätten das, denke ich mal, sogar in der Hälfte der Zeit geschafft. Wenn Galurix aktiv geblieben wäre, dann auf jeden Fall. Also da hätten wir bestimmt nach 1,5 Monaten die Karte schon beenden können. Aber gut, es ist so, wie es ist. Man kann nicht vorhersehen, was das private Leben so dazwischen wirft. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr rege zugeschaut habt und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet. Rockhampton, dass wir die aufgenommen haben. Also wir hätten den nicht unbedingt gebraucht, wir hätten die Punkte auch ohne ihn gehabt, muss ich schon sagen. Aber wir wollten halt einfach einen Spieler mit gewinnen lassen. Ihr könnt ja mal hier gucken, Rockhampton hat 108 Punkte, ja, und wir haben am Ende 1617 gehabt. Das heißt, wir hätten ihn gar nicht gebraucht, wir hätten auch ohne ihn die Punkte erreicht. Aber wie gesagt, wir wollten halt jemanden noch mit gewinnen lassen. Und da er so gut gekämpft hat, finde ich es in meinen Augen absolut fair. Sagt mir einfach, wie ihr drüber denkt. Hättet ihr das auch gemacht? Wir hätten das ja schon vor 2 Monaten machen können, muss man auch dazu sagen. Aber ich wollte das nicht machen, weil da wäre die Karte schon sofort gewonnen worden. Das wäre zu langweilig gewesen. Wir wollten ja auch ein bisschen kämpfen hier und wollten auch ein bisschen Action haben und Spaß. Und genau, am Ende hat sich das ein bisschen hingezogen, aber alles in allem hatte ich wirklich eine Menge Spaß. Ich hoffe, euch hat die Staffel auch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Staffel wieder dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Staffel. Macht es gut. Ciao. Ja, hier ein kurzer Nachtrag ein paar Monate später. Das war ja meine letzte Karte. Damals, ich glaube, Mitte August oder Anfang August beendet. Und diese Staffel ging ja wirklich sehr, sehr lang. Das war meine längste Staffel mit 50 Folgen. Und eigentlich war ja geplant, dass wenn die Staffel ungefähr zu Ende geht, dass ich das abwechsel mit dem aktuellen Supremacy-Turnier, wo ja geplant war, dass ich mit teilnehme. Da gab es ja ein Video vor kurzem bei mir auf dem Kanal. Ihr könnt ja gerne noch in der Videobeschreibung das nochmal nachschauen, falls ihr das verpasst habt, wieso ich tatsächlich da nicht teilgenommen habe. Generell wollte ich eigentlich ein, zwei andere Staffeln in Supremacy zeigen. Also die waren so geplant, aber ich habe leider immer noch nichts gehört darüber, ob das irgendwie klappen kann oder nicht. Deswegen wird Supremacy erstmal eine kurze Pause bei mir auf dem Kanal machen. Aber ich kann euch ankündigen, dass eine Woche später kommt ein Spiel im Supremacy-Szenario, also auch im Ersten Weltkrieg. Will nicht zu viel verraten. Seid gespannt, vielleicht gefällt es euch. Ich hoffe es. Zum Schluss wollte ich nochmal ganz kurz bedanken bei Lauser und bei Skipex, denn es hat wirklich einen riesen Spaß gemacht, diese Karte mit ihnen zu spielen. Und ich hoffe, euch Zuschauern auch. Bis dann, ciao.